Ein Topf mit einem Loch hängt an einem Kraftmessgerät. Nun fülle ich circa einen Liter Wasser in den Topf ein. Dazu muss ich natürlich das Loch zuhalten, sonst läuft alles sofort wieder unten weg. Dann hänge ich den Topf wieder ans Kraftmessgerät und starte die Messung. Dieses Datenerfassungs- und Auswertprogramm ist von Vernier, das heißt Logger Pro. Sieht man hier, wie die Kraft aufgetragen wird in Funktion der Zeit. Ich habe 100 Sekunden voreingestellt. Ich habe auch den leeren Topf aufgehängt und dann 0 gesetzt, sodass hier wirklich nur die Gewichtskraft auf das Wasser aufgetragen wird. Hier sieht man noch den Datenlogger. Das Ganze ist über USB verbunden. Und wie gesagt, die Bedienung dieser Messkette ist sehr einfach, also geeignet für Schüler, Schülerinnen und Studierende. Die Kurve nähert sich langsam der Nulllinie. Man sieht auch, es hat wenig Wasser drin. Es läuft auch relativ wenig Wasser raus. Und ich werde jetzt dann diese Daten exportieren und im Berkeley Madonna, das ist das Modellbildungstool, importieren, dort ein Modell machen und dann Messdaten vergleichen mit den simulierten Daten. Und ich denke, das ist eine Kernkompetenz, die wir hier in diesem Fach Physik und Systemwissenschaft für Aviatik vermitteln. Nach dieser Messung exportieren wir die Daten, damit sie dann für die Simulation zur Verfügung stehen. Also gehen wir hier zu Export als Text und geben wir dem einen Namen, zum Beispiel Topf mit Loch. Jetzt gehen wir rüber ins Berkeley Madonna. Da öffnet sich zuerst immer dieses Fenster, das brauchen wir nicht, also schließen wir das und machen einen neuen Flowchart. Jetzt bei der Modellbildung gehen wir immer von der mengenartigen Größe aus. Das ist in unserem Fall das Volumen. Also nehmen wir einen Topf und schreiben nicht Topf, sondern Volumen. Nun, die Schrift ist ein bisschen klein, dann vergrößern wir die Schrift auf 14 Punkte und dann kann man es ein bisschen besser lesen. Beim Topf haben wir ein Fragezeichen und wenn wir hier doppelklicken, dann können wir hier erkennen, dass das Anfangsvolumen gefragt ist. Nun, ich habe etwa 9 Deziliter eingefüllt, also schreiben wir 0,009. Falsch, 009 Kubikmeter. Schreibt die Einheiten immer in geschweiften Klammern dazu. Das ist dann vom System aus, also vom Tool aus, ein Kommentar. Für mich ist es die Einheitenkontrolle. Also ich habe jetzt 9 Deziliter in Kubikmeter hingeschrieben. Als nächstes ziehen wir einen Flow raus. Das heißt, aktivieren oben in der Taste, dann hier reinklicken, rausziehen, loslassen. Dann schreibe ich hier Volumen, Strom, Stärke. Das heißt, ich schreibe nur Volumen, Strom, weil Stärke ist mir dann doch ein bisschen zu lang. Damit habe ich das Grundgerüst gemacht für dieses Modell. Das Tool Berkeley Madonna, das macht dann Folgendes. Es rechnet aus dem Volumenstrom die Veränderung hier drin aus und zieht das dann ab. Aber bevor wir die Volumenstromstärke berechnen können, müssen wir noch wissen, wie hoch jetzt der Behälter gefüllt ist. Denn die Füllhöhe entscheidet ja, wie viel rausfließt. Also berechnen wir die Höhe. Dazu nehme ich eine Formula, klicke hier hinein und schreibe
Höhe, aber ohne Umlaut. Nun, die Höhe hängt vom Volumen ab. Also nehmen wir hier so einen Arc, also einen Pfeil, und gehen da rein. Damit habe ich schon alle Elemente erklärt. Es gibt also hier diese Töpfe, das sind die mengenartigen Größen. Ich habe zugehörige Stromstärken. Ich habe Formula für weitere Größen oder auch Funktionen. Und ich habe den Kausalpfeil, der sagt, was hängt von was ab. Nun, um die Höhe zu berechnen aus dem Volumen, brauche ich jetzt noch einen Querschnitt des Gefäßes. Ein zylinderförmiger Topf. Also schreibe ich hier einfach A für Querschnitt. Und der Durchmesser ist 107 mm. Wenn man dann den Kreis oder die Kreisfläche ausrechnet, bekommt man 0,009 Quadratmeter. Einheit wieder in geschweiften Klammern. Das heißt nicht ganz einen Quadratdezimeter. Diese Größe beeinflusst auch die Füllhöhe in dem Sinn, dass wir sagen können, aktuell gespeichertes Volumen, das verändert sich im Laufe der Simulation, geteilt durch den Querschnitt, das gibt die Füllhöhe. Und jetzt rechnen wir aus der Füllhöhe die Ausflussgeschwindigkeit und das ist das Gesetz von Torricelli. Nun, Torricelli hat herausgefunden, dass das Volumen genauso schnell ausströmt aus dem Topf, wie wenn das entsprechende Wasser von der Füllhöhe her herunterfallen würde. Das heißt, eine Fallbewegung im Vakuum und das Ausfließen aus einem Topf erreichen bei gleicher Höhe gleiche Geschwindigkeit. Nun, Sie kennen ja die Formel, wie man die Geschwindigkeit bei gegebener Fallhöhe berechnet, nämlich Wurzel aus 2gh. Jetzt brauche ich also noch ein g, also mache ich da ein g. Gravitationsfeldstärke heißt diese Größe. Die ist bekannt, das sind 9,81, also in Winterthur sind es 9,8067 oder so etwas. Meter pro Sekunde im Quadrat oder Newton pro Kilogramm könnte man auch schreiben. Dampf beeinflusst also das G, diese Größe, da habe ich noch vergessen hinzuschreiben, was das ist die Geschwindigkeit der Ausströmung. Jetzt kommt das da ein bisschen in die Quere, ein bisschen rumschieben. Und die Höhe brauche ich natürlich auch. Moment, wieso ist das nicht erlaubt? So, jetzt kann ich da öffnen und für Wurzel schreibt man Square Root, das SQRT, dann für die Funktion normale Klammern und dann 2 mal G mal die Höhe. Und jetzt bin ich schon praktisch fertig, denn die Ausströmgeschwindigkeit, die beeinflusst den Volumenstrom. Und dazu brauche ich jetzt noch den Lochquerschnitt. Also brauche ich da noch ein A für das Loch. Und ein bisschen nach unten nehmen. Und das ist ein 5 mm Loch. Nun, wenn man das ausrechnet, gibt das etwa 20 Quadratmillimeter, 1,96. Jetzt hoch minus 5 schreibt man einfach E minus 5. Und die Einheit schreibe ich zur Sicherheit, also für mich, auch wieder hinzu. Dann kann ich also hier den Volumenstrom berechnen, indem das ich sage A-Loch mal Geschwindigkeit. Und nun ist das Modell eigentlich schon fertig und ich kann es sichern. Dann schreibe ich Topf mit Loch. Das Modell habe ich jetzt schon mit mehreren Klassen gemacht.
Jetzt simulieren wir dieses Modell, schauen mal, was rauskommt. Jetzt kann ich da bei Parameter das Parameter-Window öffnen, dann Integrationsverfahren Runge-Kutta vierter Ordnung, das bleibt, aber die Stoppzeit ist etwa 100 Sekunden gewesen bei der Messung, also nehmen wir hier auch 100 Sekunden. Der Zeitschritt, der ist 200stel, das sind also 50 Rechnungen pro Sekunde oder 5000 Rechnungen für die ganze Simulation. Das hält dieses Gerät aus, da dieses Laptop. Also früher war das schon ein bisschen viel Rechenzeit, aber heute ist das kein Problem, das kann bald jede Kaffeemaschine. Und jetzt kommt eine Fehlermeldung, dass irgendetwas passiert. Jetzt, wenn ich Ja drücke, dann wird einfach der Zeitschritt halbiert, aber das Problem wird nicht aus der Welt geschaffen. Also drücke ich Nein und dann zeigt mir die Simulation, das Fenster ein bisschen kleiner, dann zeigt mir die Simulation, dass das Volumen, kann hier noch die Legende öffnen, dass das Volumen so abfällt. Und dass der Volumenstrom linear in der Zeit fällt. Und das Problem entsteht hier. Jetzt muss man sich überlegen, wie kann es hier zu einem numerischen Problem kommen. Also der Rechner nimmt also hier das Anfangsvolumen, rechnet die Höhe, daraus mit dem Torricelli die Geschwindigkeit und dann mit dem Querschnitt das Volumen. Nimmt den Volumenstrom mal einen Zeitschritt und zieht das hier ab. Also er macht das nicht genauso, wenn man Euler-Integration einstellen würde, würde es genauso machen. Er macht es ein bisschen geschickter, aber in etwa macht er das. Dann nimmt er das neue Volumen, rechnet Höhe, rechnet Geschwindigkeit, rechnet die neue Volumenstromstärke mal den Zeitschritt und zieht hier wieder ab. Das geht so lange gut, bis hier Volumenstrom mal Zeit mehr gibt, als hier drin ist. Dann haben wir hier ein negatives Volumen, eine leicht negative Höhe und dann wird das Wurzelziehen mathematisch zu einem Problem. Und das wollen wir jetzt lösen, indem wir jetzt hier sagen, if die Höhe größer 0, also wenn die Höhe größer als 0 ist, dann gibt es ja kein Problem. Dann soll er das machen, was er gemacht hat. Oder sonst soll der Volumenstrom 0 sein. Jetzt lassen wir es wieder laufen. Dazu gehen wir einfach da hinein, sagen rein und Sie sehen, es ist jetzt kein Problem mehr. Die Entleerzeit liegt etwa bei 65 Sekunden. Jetzt holen wir uns die Daten aus der Messung. Das machen wir hier im Port-Dataset. Da habe ich es gefunden und dann nehme ich die rein. Und jetzt kann ich einen neuen Namen geben. Jetzt gebe ich hier den Namen FG. Die erste Kolonne, das ist dann die Zeit. Und die zweite ist die indirekte Gewichtskraftmessung mit diesem Sensor. Dann öffne ich und dann schreibt er mir das hier hinein direkt, das will ich aber nicht. Dann kann ich hier doppelklicken und das da wieder rausschmeißen. So, jetzt haben wir das reingelesen und jetzt, damit das mit der Simulation mitläuft, müssen wir es auch aufrufen. Also machen wir hier eine neue Formular, nennen wir das FG. Öffnen und jetzt müssen wir die Messdaten aufrufen. Die Messdaten, da macht man zuerst einen Hashtag, also einen Gartenhag. Und dann schreibt man die Größe, die wir zugewiesen haben, den Namen, den wir zugewiesen haben, FG. Aber FG muss noch angegeben werden als Funktion, nämlich Funktion der Zeit. Jetzt wird also mit der Simulation diese Reihe mitlaufen. Aber das
Gewicht können wir schlecht mit dem Volumen vergleichen, also rechnen wir hier das Volumen gemessen und dazu muss man natürlich wissen, wie man das rechnet. Die Gewichtskraft ist ja Masse mal Gravitationsfeldstärke, also muss man sicher durch die Gravitationsfeldstärke dividieren. Aber ich brauche noch die Dichte von Wasser. Schreiben wir hier Dichte und die Dichte ist 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Also schön kohärente Einheiten und die auch hinschreiben, sonst gibt es dann böse Fehler. Dann kann ich also die Dichte hier hineinführen und die Gewichtskraft hier hineinführen. Das ist also die Gewichtskraft geteilt durch, und jetzt wegen der Ordnung muss ich eine Klammer machen, Dichte und auch geteilt durch Gravitationsfeldstärke. Damit bin ich soweit und jetzt kann ich wieder simulieren lassen. Und jetzt gehe ich da wieder rein und nehme da das Volumen gemessen hinein. Muss ich schauen, dass es auf der gleichen Achse ist wie das andere. Das scheint zu stimmen. Dann lasse ich laufen. Und jetzt sehe ich, dass das natürlich weit daneben liegt. Aber das hängt auch mit der Anfangsfüllhöhe zusammen. Jetzt kann ich die Zeiten mal messen hier. Gehen wir mal runter auf eine Sekunde. Bei einer Sekunde ist das Volumen gemessen bei 9,84 Deziliter. Jetzt gehe ich da hinein und sage, gut, dann schieben wir die ganze Zahlenreihe um eine Sekunde. Also jetzt wird einfach die Messreihe um eine Sekunde verspätet abgelesen, dadurch fällt die erste Sekunde weg. Und da schreibe ich hinein 9,84, damit der Startwert übereinstimmt. Das ist ja kein Problem. Und jetzt lasse ich noch einmal laufen. Jetzt mal schauen, ob der Startwert übereinstimmt. Der Startwert zwischen sieht es nicht so gut. Messung und Simulation stimmt überein. Hier sieht man ein bisschen das Schwingen des Kübels. Das gibt eine leichte Veränderung in Kraftmessung, in der indirekten Kraftmessung. Gehen wir wieder zurück. Jetzt sieht man aber ganz deutlich, dass die gemessene Kurve, ist die gelbe, die Farbe gefällt mir nicht so. Wenn ich da ein paar Dinge rauswerfe, dann werden die Farben neu verteilt. Also jetzt habe ich hier die gemessene Kurve und da habe ich die simulierte Kurve. Es ist ganz klar, die Messung, die zeigt ein langsameres Ausfließverhalten als die Simulation. Ich kann nicht viel ändern in meinem Modell. Die Anfangshöhe habe ich hier angepasst und den Anfangswert Messwert rausgeschnitten. Ich habe das A-Loch, ich habe das A. Die Dichte, die kann nicht groß variieren. G variiert auch nicht groß. Das Torricelli-Gesetz ist ziemlich genau, außer ein bisschen Reibung beim Loch, aber das ist wenig. Das Einzige, was ich mal versuche zu ändern, ist das A-Loch. Dazu nehme ich einen Schieber. Als A-Loch und der muss ja kleiner sein als 20 Quadratmillimeter. Das schreibe ich hier 2 für das Maximum. Ich denke, kleiner als 10 Quadratmillimeter ist der nicht. Also ist das Loch nicht. Das Inkrement, das nehme ich jetzt noch ein bisschen kleiner, sodass ich wirklich ein bisschen korrigieren kann. So, jetzt kann ich da einfach verkleinern. Und die Kurve scheint da wirklich gegen die schwarze zu laufen.
Und jetzt bei 1,34 mal 10 hoch minus 5, also bei 13,4 Quadratmillimeter, liegen die Kurven sehr schön aufeinander. Wir haben hier noch eine kleine Unstimmigkeit. Aber ist klar, die eine Kurve hat noch Störungen drauf. Und wir haben da unten noch eine Abweichung. Das heißt, die Messkurve läuft nicht auf 0. Ich habe ja vorher das Gewicht des leeren Topfs abgezogen. Das hängt damit zusammen, dass bei einem horizontalen Boden noch ein bisschen Wasser drin bleibt. Aber sonst stimmt das sehr schön überein. Außer dass ich statt den 20 Quadratmillimeter, die ich ja berechnet habe, nur 13,4 Quadratmillimeter habe. Das ist zwischen 60 und 70%. Man darf natürlich nicht einfach eine Messung an die Simulation anpassen. Das wäre eigentlich Betrug. Das passiert manchmal in der Wissenschaft, aber es wird auch hart sanktioniert. Aber wenn es mir gelingt, dafür eine gute Erklärung zu finden, dann bin ich in meiner Erkenntnis ein Stück weiter. Und das überlasse ich jetzt Ihnen. Was muss man jetzt hier noch einbringen, damit man diese Lochverengung erklären kann, ohne dass man da gegen die Naturgesetze verstößt?